dachte, Zombie-Fan hat gesagt, er geht offline. Warum schreibst du doch in den Chat? Viel Glück. Ja, finde ich schon schön. Ja, biegen wir erstmal nach oben ab. Das gefällt mir schon mal gar nicht, wenn da direkt so eine... Kann ich hier durch den Fluss aber laufen, wie ich lustig bin? Ja. Zwei Fassbomben. Muss hier irgendein Gott unterwegs sein. Vielleicht ist es ja die Heimat von dem Hammermann. Lauf, Edgar! Renn! Edgar hat einen Kristall mir gezeigt. Er war ein Trüffelschwein. Zwei Minen. Geld. Um Gottes Willen, hier kommt irgendwas. Ganz Schlimmes. Okay, wir sind hier aber fertig hier draußen, ne? Ich hab nur... Ja. Wir haben gar nicht so viel Schrotflintenmuni. Ein bisschen Eingeweide. Okay. Ich habe gerade gesagt, wie gut es läuft. Das ist der zweite von den Dudes. Hallo. Du hüpfst hoch, ich hüpf runter. Jetzt tauschen wir wieder. Genau. Du hüpfst hoch, ich hüpf runter. Jetzt tauschen wir wieder. Langsam keine Muni mehr. So, ich hüpf runter. Treppe nehmen ist unfair. Hat die Treppe genommen. Oh, Sportmuni. Cool. Hoch, ich runter? Hier? Ja. Im Hüpfen bleibt er so schön lange stehen. Das gefällt mir. So, schön hier links stehen diesmal. Und wieder hoch. Einen haben wir. So. Teilreste irgendwo hier. So. Zwei Vögel nebenbei auch noch getötet. Oh Gott. Lass mich mal kurz weg. Das ist so ätzend, diese Fliegedinger.
dachte gerade, was explodiert hier so, aber das sind seine Schläge. So. Komm mal hier in die Ecke. Würde ich nochmal springen mit dem Pass. Hobby. Geht rein. Ignoriert er einfach komplett. Junge hat gar keinen Bock. Hast du es bald mal? Das sind wie diese riesigen Oger aus Resident Evil 4, aber der hat aber nur 10-mal so viel Leben. Ich habe viel Pistolenmunition. Versuch's nur. Ich mob dich weg, bis du tot bist. Danke. Huhuhu. Kristalline Riesenaxt, die zweite. Ich liebe es, KIs auszutricksen. Mit Munition. So. Ja, das ist ordentlich. Eine Heilung können wir eine neue herstellen. Minen haben wir 8 Stück. Die sollte ich echt mal irgendwo einsetzen. Und wir gucken uns mal die Axt an. Ja, sieht einfach nur cool aus. Eine Axt als Waffe würde ich auch nehmen. Aber nein, leider nicht. So, jetzt wissen wir auf jeden Fall, was hier war in dem Raum. Was hier so Stress gemacht hat. Hätten wir den auch da draußen noch bekämpfen können? Oder kommt da draußen noch ein zweiter? Ich kann mir auch vorstellen, dass noch ein zweiter kommt. 3 Schlösser. Oh. Eine Fleischerei. Das ist kein Sägewerk, sondern eine Metzgerei. Fisch. Wild. Das ist ganze Wild, was mir fehlt. Das liegt aber schon fertig rum für mich. Heute kommt der lustige Kaufmann wieder vorbei. Er gibt mir immer alles zu Zeitungen. Ich weiß, Miranda hat uns verboten, aber die Welt da draußen ist so faszinierend. Letztes Mal stand etwas besonders Interessantes drin, ein Artikel über eine Pharmafirma oder so. Ich kann mich nicht an den Namen erinnern, aber das Logo kam mir irgendwie vertraut vor. Es war das gleiche Symbol wie auf dem Kelch des Giganten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es auch auf dem Windgemälde in der Höhle gesehen habe. Es ist ziemlich speziell, sieht aus wie ein Schirm von oben. Ja, Umbrella, okay. Was macht also das Zeichen einer fremden Firma hier? Hat es vielleicht was mit dem Mann zu tun, der vor ein paar Jahren mal hier lebte? Ach was, ich denke mir bloß bestimmt was ein. Okay. Ja, Umbrella. All the way. Hallo. Vater Nikolas Engel. Schießpulver. Rotlintmunition. Ja, da habe ich einiges verballert. Sniper-Munition habe ich auch 1-2 Schuss verbraucht. Ja, deine Belohnung dafür, dass du 10 Stunden gegen den Typen gekämpft hast? Werwölfe! Okay. Danke. Das war schnell geklärt. Was haben wir hier unten drunter noch? War nochmal so ein Schrein. Ziege. Sehr schön. Ja, gut geklappt. Waren jetzt hier noch die 3 Fische, die mir fehlen oder so? Nee, ne? Keine Fische ist spontan gesehen im Augenwinkel. Nee. Munition herstellen. Könnte ich, ja. Ja, warum nicht? So. So, ja, viele Brandbomben. Blendgeschosse. Blendgeschoss, Explosivgeschoss. Explosivgeschosse. Achso, das sind beides Explosivgeschosse. Habe ich 10 Stück. Blendgeschosse, 6 Stück.
Das ist immer noch merkwürdig. Da steht halt, ich soll F drücken, um zu wechseln. Und F macht nichts. Geh mal kurz aufs Gamepad. Mach's mal an. Müsst ihr auch gehen? Da steht gar keine Taste da zum Wechseln. Achso. Eigentlich die falsche Gewehr ab. LT plus A. Ah, beim Gamepad funktioniert's. Aber hier F macht nichts. So. Dann haben wir das da oben abgeschlossen. Da liegt noch Loot zwar in dem Raum, aber der ist mir jetzt gerade egal. Jetzt können wir das hier machen. Was ist passiert? Ich habe gerade nachgeladen und Chat gelesen. Okay, hier sind irgendwelche Schnellen unterwegs. Ich habe immer noch nicht den Axt-Opa gefunden, ne? Oder den Hammer-Opa. Den Hammer-Main. Ja, der kommt bestimmt noch als Boss oder so. Ja, okay. Ja, genau in der Sekunde, wo ich kein F gedrückt habe. Keine Leertaste gedrückt habe. Gute Zombies. Ja, komm noch her. Peng. Oh komm. Ich habe nicht so viel Muni. Oh, ich habe viele Minen. Das stimmt. Peng, peng. Weg mit den Köpfen der Zombies. So. Da wäre auch nochmal Mehl gewesen und so. Aber kam, glaube ich, ganz gut klar. So, hier müsste mal langsam wieder irgendwas zum Runterschießen kommen. Habe ich seinen Pfeil oder ihn erschossen? Ich habe die am Anfang als schlimmer eingeschätzt. Ja, hier sind echt viele. Er meint ja, wenn ich es schaffe, das Ding zu holen, gehört es mir. Der wird doch auch gegen mich kämpfen, der Mr. Metall. Obwohl jetzt nicht so wirkt, als würde er wer, der am Kampf interessiert. Mine und Blut. Muss ich noch gegen so einen Fetten kämpfen? Und Explosionsgeschosse. Ja, wenn ein Fetter kommt, benutze ich jetzt einen Granatenwerfer. Der hat mir jetzt zu viel Leben. Okay, nur ein Hinterhalt. Dass der denn immer noch lebt? Danke. Nö. Genoscoped. Nö. Ist man alle? Oben ist noch Zeug, okay. Easy. HDR-Vibes? No. Ist auf aus. Twitch hat generell so einen Bug, dass manchmal das Bild ein bisschen zu dunkel ist bei Leuten. Keine Ahnung, wie man das dann umgeht. Aber ich habe schon ein paar Mal mitbekommen. So. War irgendwas zum Glitzern ist zum. Boah, wenn die alle Geld droppen würden. Raketenwerfer erstmal rein.
Okay, hier kommen auch noch mal ein paar. Schätze ich mal. Ich habe mal alles nach. Ah, ich habe keine Munition. Perfekt. Kann ich ein bisschen nachladen. Ich glaube, ich baller ein bisschen mit der Flinte und kaufe mir dann ein bisschen Muni. So, wenn ich den ziehe, kommen jetzt welche, oder? Lol, ich hab grad getreten. Unfair. Ich brauche eine erste Hilfe, bitte. Zwei Stück nehme ich auch gerne. Nein, mein Leben. Ist immer noch grün. Man merkt, dass wir Richtung Ende kommen. Eigentlich, aber die Upgrades stimmen nicht. Also ich bin nicht sicher, ob es Ende ist. Also Gegnerhorden ist eigentlich immer gegen Ende eher. Weggekickt. Boah, ist schön, wie die Köpfe platzen, ne? Boah, mit dem Saldo. So, haben wir alles? Jo. Haben wir den Plus vielleicht? Ja, vielleicht auch. Mal gucken. Erstmal das ganze Zeug hier aufheben von den Millionen Viechern, die ich hier weggeschossen habe. Kommt noch eine dritte Welle, denkt ihr, wenn ich den zweiten Nebel ziehe? Wirklich. Das wäre voll an die Ruinen der Hobbit. Achso, da wo die ganzen Orks dann kommen, ja. Die Minen von Moria. Oder? Gut gegamed, Gamer. Danke. Gut kommentiert. Kommentiere. Ziehen wir mal hier. Let's go. Es geht in Zeitlupe runter. Aber ich höre kein Geschrei. Da waren wir heute am Anfang. Da haben wir einen Drachen bekämpft. Hallo? Haben Angst. Haben gehört, dass ich hier bin. Ich habe extra fast sogar noch übergelassen. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Duke. Ein bisschen Munition kaufen wäre schon schön. Auf geht's! Ach, die Krähen haben aufgehört. Oh, es gibt dann bestimmt wieder hier so diese Speedrunner-Challenge, so, ne? Das finde ich, glaube ich, gar nicht so cool. Mochte ich, war nicht nie so ein Freund von, irgendein Spiel mich so durchzurushen. Aber wenn ich so einen OP-Raketenwerfer nehme oder so, dann sollte ich ja eigentlich echt schnell durchkommen. Wenn es wieder einen unendlich Raketenwerfer gibt, den man freispielen kann. Ich bin ja irgendwo ein bisschen enttäuscht. Oh, ich sehe euch. Oh. Den Raum, wenn ich da vorne schon höre, wieder 100 rumlaufen, habe ich schon keinen Bock mehr. Der bringt mich nur dazu, dass ich aufhöre zu streamen. Die Gegend. Oh, hier sind überall Bomben. Das ist aber jetzt nur noch so ein Massengeschnetzel. This must be their den. Ja, aber wirklich. Machen wir noch ein Kräuterchen. Machen wir nochmal Streichschrotmuni. Machen wir nochmal Pistolenmuni. Machen wir nochmal eine Rohrbombe. Ich habe Minen ohne Ende. Wenigstens kann ich die wegsprengen, wenn zu viele kommen. Ich bemerke irgendwie die Minen mehr. Okay. Hier sind überall Bomben und so. Voll das Fighting-Pit.
Okay. Mine. Ja, ich bin lecker. Stell mal kurz eine Sekunde. So. Bisschen weniger ab. Okay, wir brauchen ein paar Minen. Okay, aber die sollten sich irgendwie bestens so ein bisschen sammeln. Aua, die sind auch schnell. Also nochmal drei. Hier sind so viele Zombies unterwegs, aber die droppen alle Chemikalien, damit ich mir mehr Heilungen machen kann. So. Wenn es knapp wird, weiß ich Bescheid. So, nochmal zwei. Hallo. Ich habe noch Pistolenmuni. Oh, jetzt Heuleben. Nein, ich habe nicht aufgehört, das zu blocken. Danke fürs Timing von dir, aber ich habe so null raus. Das Tutorial will mir auch immer noch Wegstopfen beibringen. Weil ich es einfach nie mache. Meine Heilung, danke. So, das war wahrscheinlich Welle 1. Er hat mich outplayed! Ich find's gut, wie man das Heilen einfach instant Animationscanceln kann, um sich voll zu heilen. Ich muss gar nicht warten, bis ich die Cola fertig über meinen Arm geschüttet habe. Ich box jetzt aber alle nur noch. Kann ich halt echt machen eigentlich, ne? Spricht nichts dagegen, dass ich nur blocke und dann immer den Counter mache, weil ich so viel Verteidigung habe beim Blocken. Hab bisher dreimal mit Essen geupgradet oder so. Ja, komm her. Hat gar keinen Schaden dadurch. Jetzt verzieht euch einfach. Oh, der hat mich so outplayed. Aber unten drunter durchgeduckt. Nein, bin ich lecker. Is it over? Ich sehe da noch so viele runterhüpfen. Nein, lass mich in Ruhe. Jetzt irgendeine Aufgabe erledigen. So, tschüss. Weg. Oh. Erstmal nochmal eine neue Heilung craften, dann kurz den Saft über mich schütten, dann die Waffe ausrüsten. Sekunde. Nachladen. So ein Stress. Okay, den haben wir auch, den Bogenschützen. Okay, Big Guy.
Is it over? Haben wir es geschafft? Jetzt habe ich es aimless nach. Ich will einfach nur noch, dass die sterben. Ich habe mir doch keine Zeit mehr, auf die zu zielen. Es soll einfach vorbei sein. Ist hier irgendwo eine Ziege, wenn man durchs Fenster guckt? Wäre schon fies, wenn da eine wäre, ne? Ich habe schon so viele von den Ziegen bestimmt verpasst. Schlimmste sind eigentlich die im Schloss zu verpassen, weil da kommt man nicht mehr hin. Wir haben es geschafft. First try. Toll, ist nach 2 Stunden einfach auch direkt. Nee, finde ich nicht nervig. Ist okay. Wenn ich es nicht mache, dann habe ich verdient, die Tutorials zu bekommen. Außer öffnet das Inventar, um Munition herzustellen vielleicht. Das ist mir bewusst, aber ich entscheide mich ja dazu, die nicht zu machen. So. Wieder ein bisschen Muni dafür, ein bisschen Muni dafür und ein bisschen Sniper. Duke! Ich brauch bitte noch einmal was zum Craften. Schießpulver. Magnum Muni. Schädel. Ich bild mir sogar schon das Glitzern ein. Bin ich von Resident Evil 5 gebunden, dass diese Fässer kaputt gehen? Wenigstens kommen keine Schlangen mehr aus den Kisten. Kannst du den Schädel angucken, den der dicke Dude gedroppt hat? Diesen perfekten Schädel? Den da? Na klar. Da, Bodenschädel. Hat Kristalle. Kennen wir ja. Hatten wir schon ein paar. Achso, wir sind ja im Nest von denen, ne? Dann kommt hier jetzt Papa. Da ist Papa. Nee. Nur die Kleinen am Essen. Eigentlich müsste mich Papa durch eine Wand oder so packen. Ja, ich hoffe die alle nicht, dass ich hier lang krabbe. Erste Hilfe. Ja, ja, jetzt kommt Papa. Die Order des Königs hat uns endlich erreicht. Rückzug. Es ist äußerst ärgerlich, dass wir den Ketzern die Festung an der Grenze überlassen müssen. Wenn nur etwas mehr Zeit wäre, könnte ich das Blatt sicher zu unserem Gunsten wenden. Nein, das ist bloß vornehmes Getue. In Wahrheit ist es meine Neugier, die mich an diesem Ort hält. In der Gegend hier gibt es ein paar Ruinen, die laut den Bewohnern schon sehr alt sind. Den Zeremonieplatz mit 4 übermächtigen Statuen, die Höhle mit Wandmalereien und einem steinernen Sockel, den sie den Kelch des Giganten nennen. Wer hat all das erschaffen? Wo kamen der oder die Erbauer her? Und wo sind sie hin? Es wurmt mich, dass wir diesen Ort ohne dieses Wissen hinter uns lassen müssen. Okay. Muni, ein Speicherplatz. Das sieht nicht mehr aus, als wäre hier ein Duke für mich. Schade eigentlich. Aber wir sind bald da. Das Gebiet wurde mir ja vom Anfang an empfohlen, dass ich es als letztes. Ich hatte ja gar keine Wahl, welche Gebiete ich mache. Stimmt, es gab ja gar keine Reihe. Oh, die Stelle. Sehr vornehm geredet, Lord Zombie. Dankeschön. Und gute Nacht, Luna 02. Kann ich noch ein bisschen Schrotmoney machen? Nee. Ich könnte eine Mine noch machen, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich habe nicht so viel Muni für so einen fetten. Ein Granatenwerfer eigentlich, ne? Okay. Zeit für Granaten. Sag dich und mach die Box erstmal kaputt. Ganz danke. Papa!
Wer schnelleres Sprinten ist bestimmt hilfreich bei dem. Kann ich irgendwas rätsellösenmäßig bei ihm machen? Nö. Papa? Lass mal fallen, bitte. Okay. Lass ihn mal seine Phase fertig ändern, oder was er vorhat? Nicht klappt. Granatenwerfer. Gut geblockt. Ich hab Leertaste gedrückt gehalten, hallo? Nutz auch deine Leertaste, Charakter. Leben! Er ist echt programmiert wie die anderen Axt-Dudes. Sehr schön. Aua. Hey du. Was steht das so lange? Ist das Heilung? Wir nehmen mal eine Mine. Stein nach mir werfen ist halt nicht gerade günstig, aber gut, wir verstecken uns einfach hier mal. So, jetzt renn mal hier rein. Geh mal rein. Ist ja noch besser, wenn die jetzt hier reinhüpfen. Schade. km/h kommt er da angesprintet mit seinem Riesenhammer. Was ist ein Treffer? Wie kann der mit seinem Kopf so wackeln, dass ich nicht treffe? Oh, Rohrbomben. Ich weiß halt nicht, ob er dabei sterben kann, während er die Säule hochhebt. Papa, du bist schon sehr blutig. Oh Gott. Block einfach mal. Nochmal Verstärkung? Habe ich irgendwas gegen ihn noch? Es wird langsam knapp mit der Muni hier. Ich könnte einen Fisch auf ihn werfen. Ich kann meinen Granatenwerfer theoretisch wechseln, aber es ist super umständlich. Ja, schauen wir mal. Pistolenmuni haben wir noch viel. Minen müsste ich noch irgendwo haben. Konterschlag gemacht habe gegen ihn. So, jetzt kommt der Damage einfach. Jetzt wird der DPS. Hab mein Achievement, der ist tot. Tschüssi! Riesentyp. Ich sterb hier an denen noch. Aber warum sind die so aggressiv? Danke. Oh. Schwerer als der Boss.
kristalliner Hammer. Boah, fett. Chemikalie, Metallreste, Chemikalie. Warum nennst du ihn Papa? Du bist groß und hat einen Hammer. Jeder Hammer-Main ist mein Vater. Jeder mächtige Hammer-Boss. Ja, das ist der Papa von den Viechern, so gesehen. Deswegen eher. So. Sniper-Muni, Minen. Okay. Oh, guck mal, hier ist ultra viel von dem Kristall. Kann ich das verkaufen? So, hier gibt's noch Loot. Frag mich, ob man hier irgendwo Geld bekommt. Hallo? Ich treffe das nicht. Vielleicht kann man es einfach so aufheben, ja. Ja, das kriegt man also, wenn man Papa besiegt. Hab alle. Genau, nochmal von der Seite einfach gucken, vor selber. Nice. Ja. Geldraum. Hab ich mir aber auch verdient. So, krieg ich jetzt das vierte Ding oder. Ja, da liegt's einfach, okay. Der Torso. Das vierte Teil von unserem Baby. Ah, guck mal, wir haben eine Vision vom Baby. Okay. What? You're the real deal, Ethan. Well done. Quit hiding, asshole. I'm not letting you get out of this. Cool your jets. Just a little bit more, and you're all wrapped up. I'll lend you a hand. So in exchange. In exchange what? First of all, come to me. Put all the flasks in the altar, and I'm sure you'll figure the rest out. See you, Ethan. God damn it. God damn it. Die Flakons zum Altar bringen. Googlilbumusteller. Ja, ein bisschen Geld nochmal. Ist irgendwas zum Kombinieren oder ist einfach. Nee. Einfach alles zum Verkaufen. Schön viel Geld. Das war auch der Schatz von hier. Den Raum haben wir scheinbar nicht fertig geplündert, aber ist egal. Ja. Wir haben auf der Map alle Schatzkisten gesammelt, die uns markiert wurden. Crazy. Zeit für eine Bootfahrt. Ist hier was hinter mir? Nö. Dann raus hier. Ah, ist nur eine Lampe. Ich dachte gerade, es wäre eine Mine oder sowas. Ich hätte gerade mit Ethan über den Fernseher geredet. Heisenberg. Ah, guck mal, jetzt kommen wir hier aus der Gruft raus. Der vierte der Lords. Tada. Ich will gerade nochmal kurz hier unten gucken. Bin ich hier? Ah, das Bild vom Film. Den habe ich auch schon. Und kriege ich die ganzen Hinweise, wenn ich es schon habe? Bin zu schnell. Notiz zum Kadu, zur Kadu-Implantation. Probanden 174 bis 181. Proband 174. Mihai M. 21 männlich, Silberschmied, Narben von Lungenentzündung.
Ergebnisse, geringe Kompatibilität, Kadu konnte nicht wachsen, Transformation des Körpers, Beeinträchtigung der Wahrnehmung, typische Anzeichen eines Lykans. Auf die Weide geschickt. Bernadette, weiblich, keine Beschäftigung, keine Vorerkrankung, Ergebnis Tod. Alkina D., 44, weiblich, Nachkomme aus Adelsgeschlecht, nicht aus dem Dorf, vererbte Blutkrankheit, sehr gute Kompatibilität, keine Wahrnehmungsverlust, kann ihr Körper nach Belieben verändern, Maßnahmen zur Wahrnehmungskontrolle implementiert und zur Beobachtung entsandt. Okay. Wie auch immer Alkina D. ist. Vielleicht Dimitrescu? Vielleicht ist das der Vorname von ihr? Weil Adel, 44, weiblich. Würde passen, ja. Lindenmuni, Rohrbombe. So, nochmal so ein kleiner Lootkeller hier. Okay. Mit Lore. Ich habe so wenig Bock eigentlich mittlerweile auf die Gegner haben. Gar keinen Weg, wo sie herkommen könnten. Ist alles Sackgasse. Aber gut. Es ist soweit. Bald ist Nacht. So. Hier kann ich nochmal speichern. Ah, ich speichere beim Duke. Hallo? Läuft irgendwas, ne? Noch ein großes Ding zum Töten? Ja, lass mich kurz zum Duke gehen, ich komm gleich. Noch ein Big Doggo im Dorf. Geh kurz zum Duke und ich kaufe mir kurz ein bisschen was ein und dann... Nur verwirrt, weil das gerade jetzt rot angezeigt wurde. Wehe, der Duke ist jetzt tot oder so. Ich brauche den noch. Okay, er lebt noch. It's my greatest pleasure to see you return alive. Gerne. So, ich muss ein bisschen shoppen bei dir, Junge. Waren. Wir haben sehr viele Dietriche, ne? Im Schloss waren so viele Sachen, die man Dietrichen konnte, aber da hatte ich noch keine Dietriche. Also mal gucken. Ich kaufe von allen das Maximum. I saw you eyeing that one. Gib Muni her. So. Mine kaufe ich, Rohrbombe kaufe ich. Excellent choice. So, erstmal davon. Heilung gibt auch her. Securing goods so. Is more important than anything. Kein neues Upgrade für die Magnum, okay. Ja, nur meine alte Schrotflinte kann ich upgraden, okay. Interessant. Feinkost, da haben wir ein bisschen was gefunden, ne? Drei Wild. Ja, die kannst du haben, die drei Wild. Nein, nein. Ah, thank you. Und da brauchtest du Fisch, das habe ich nicht. Okay. Ich brauche noch Fisch und hier brauche ich auch noch Fisch. Ja, ich brauche nur Fisch. Wir haben 5 Kristallfragmente, einen großen Kristall, einen Dingsbums, einen Gelbquarz, 6 Schädel, einen perfekten kristallinen Schädel, einen kristallinen Hammer, eine kristalline Axt. Ja, wir sind ähnlicher Gegner, deswegen sieht es auch ähnlich aus. Gucke ich mir nochmal an. Die Statue von irgendeinem Engel. Einen coolen Teller. Ja, nimm mal. Now to spend like kings. Ja, mache ich auch. A good deal, if I say so myself.
Ja, einfach cooler Hammer nur. Und Skelettkrone, okay. If it's just looking, window sharp away. So, den kannst du haben. Jetzt haben wir Geld. Wir haben sehr viel Geld. Ich mache erstmal die Schrotflinte hier unten fertig. What? Ah, it's fine. All finished. So. Dann wird die Magnum verbessert. Aha. Von den ganzen Aufsätzen her so sollten wir erst bei der Hälfte vom Spiel sein. Da, da kommen noch viel. Also, ich weiß nicht, ob New Game Plus das so ist, aber kann auch sein. I'm skilled at all sorts of weapons modifications. Aber ich kann gerne mal was anbieten. Ich habe noch 150.000 Geld. So, speichern wir mal hier unten. Zack. Thank you for your patronage. Dann setzen wir das vierte Ding ein. Den Torso. Und haben alle vier Dinger drin. Jetzt geht's ab. Kelch der des Giganten. Ah, okay, den muss ich oben dann einsetzen. What? Eisenberg aufsuchen. Ach, den Hundi noch, ne? Wenn ich ihn jetzt nicht bekämpfen kann, dann ist nicht schlimm. Okay. Das ist Munition, das ist Munition. Das will ich bitte drehen. So, da kommen meine Minen hoch und so, dass ich die alle schön parat habe. Das ist meine Magnum-Muni, da habe ich eh nicht so viel. Und da sind meine Dietriche. Ja, die können dahin. Das kann dahin. Da habe ich nur noch Blendgeschosse. Ich habe halt für meinen Werfer keine Muni mehr. Deswegen kann der Doggo ein bisschen tanky werden. Eine Pistole wird noch reinpassen. Ich speichere nochmal. Wenn ich jetzt sterbe und dann muss ich nochmal mein Inventar sortieren, dann. Ich hoffe doch alle Aufsätze. Nö, die sind kacke. So, so ein Doggo hat ja scheinbar nicht so viel Leben wie. Die Axtleute. Gerade schon kurz Angst, dass er nicht da ist. Da rennt er weg. Mehr? Einmal heilen. Als ob ich den drüber geschossen habe. Ihn einfach weg. Eine Mine will ich gerne legen. Ah.
Happy. Werwolfbändiger. Kristalline Urzeitbestie. Der war cool. Mit roten Augen. Nochmal ein bisschen stärkerer Doggo. Extra Challenge Doggo. Siegen Sie im Story-Modus den Varkolak Alpha. Okay. Also ist halt insane, wie viel ich blocken kann, ne? Seit dem Essen. Ich könnte ihn einfach tanken, den Wolfgott. So, und wo ist jetzt die Lore, dass das Luisa ist, die irgendwie überlebt hat, oder ihr Vater? Süßer Hundi. Ich weiß noch, wo ich hier durchgeschlichen bin, durch das Feld und Angst hatte vor Zombies. Ja, genau, Magnum wird für den Endboss aufgehoben. Richtig. Aber egal, was jetzt kommt, ich habe halt so Munitionsprobleme. Hier Sniper-Schuss nochmal. Ich meine, ist Rotflinte nicht mittlerweile eigentlich stärker? Egal. Ich habe gar keine Muni. Bin sehr darauf angewiesen. Bei den Bossräumen droppt ja eigentlich recht viel immer. Kriege ich ein bisschen was geschenkt. So. Sorry für die kleine Unterbrechung, aber jetzt können wir der Story folgen. Ich könnte es noch verkaufen. Ah, yes, yes. 80.000. Das war doch ein starker Hundi. Your coin. Weißt du, was schön wäre, wenn du Munition mir mal anbieten würdest? I look forward to seeing the fruits of your exploration. So. Auf. Bin ich richtig? Ja. Auf geht's. Kommen jetzt hier nochmal neue Gegner. Nein, ich hab sogar. Okay. Nichts gesagt. What's going on? Das ist so ein Fabrikgelände. Wir haben den Kelch des Giganten. Der steinerne Sockel vom Altar. Jetzt vollständig mit den vier Flakons. Bestimmt haben wir jetzt beim Ritual geholfen, indem wir alle vier umgebracht haben. Was keinen Sinn ergibt. Soweit, so gut. Was heißt das? Platzieren Sie den Kelch. Okay. Es hätte eine Kugel von dem Revolver und gereicht, um die Wolfdinger zu töten. Auf leicht vielleicht, aber nicht auf Veteran. Ich habe halt die Strohflinte macht ja schon 1000 mit einem Schuss. Hast du ja gesehen, wie viele der gefressen hat? Das ist ein sehr umständlicher Fahrstuhl. Ist es nicht da drin? Okay. Kind leuchtet ein bisschen vor sich hin. Spielstand 5. Aber ich glaube nicht, dass sie noch zurückkommen. I didn't think you'd make it past Donner Moreau, but I suppose you survived worse back in America, hmm? I like you. I'd like to speak to you about Rose and Miranda. Oh, come on in. Don't worry. It's not a trap.
Ja, wenn er das sagt, dann vertraue ich dem natürlich. What are you planning? Keine Gegner, keine Monster. Siehst du, am Anfang von der Duke hat mir ja von hier erzählt, dass ich hier den Ort eigentlich nicht sehen will. Weil hier so grässliche Sachen gemacht werden. Dass ich hier noch Schießpulver bekomme, macht mich auch nicht unbedingt glücklicher. Das geheime Untergrundlabor, let's go. Heisenberg, sein Meth-Labor. Guck mal. Kann ich das aufziehen? Ah ja, Lore. Let's go. What the hell? Mia? Truth hurts, don't it? Let me guess. You're thinking, take me out like the others, and then he gets going, save Rose, right? I'm healing my daughter. Look, you got this all wrong. Demento. Shut your fucking hole! Sorry about that. Take a seat. Neben der Grube? Bin ich dumm? Listen, Ethan, you're being played. Bin ich dumm? What are you talking about? You think this is a game? I said sit! Lady, supersized bitch. Ugly, a psycho doll. An emeronic freak. Don't you get it? It's a test. To see if you're strong enough to be a part of Miranda's family. I don't want to be a part of Miranda's family. Neither did I, but here we are. And I'm next in line, right? Kill me, move up the chain. Well, fuck that! I don't give a damn about your personal issues. I just want to fix my daughter. So do I. Do you have any idea how powerful a kid is? Even Miranda's scared of her. Last time, you freak! I swear to God! You and me, Ethan. Together, we can go save Rose, and we can use her to grind Miranda into paste! My daughter is not a weapon. Fuck you! Last chance. You don't want to find out what's in that hole. I'll take my chances. Your funeral. Da war jetzt 80 Ketten wegen Zombies. Oh mein Gottes Willen. Rotorkopf. Schieß nicht auf den. Dead end. Damn it. Gott sei Dank ist hier eine Metallmatratze. What was that thing? Sehr gruselig. Ich möchte nicht gegen einen laufenden Rotor kämpfen. Dran. Okay. Sollt ihr schnell hier durchgehen können? Ich habe glaube ich gerade den Loot gesehen. Mal hoch. Ja. Du tust mir nicht weh, ne? Du nimmst aber nur ein bisschen Müll. Okay. Will festhalten oder so?
Nee, ich kann aber hier rausklettern. Ah. Weißt du, Heisenbergs Stimme auch? Ja, der ist cool. Der ist sehr cool. Finde ich auch gut, dass der nicht einfach so dann umgebracht wurde, sondern jetzt so ein bisschen die... Alter, die haben VR-Headsets auf. Mittlerweile alles blocken. Muss nur einfach immer sofort Boni herstellen, dass alles leer ist am Material. Explosive Geschosse, ja. Nehme ich auch nochmal. Minen, auch nochmal eine. Pistolenmoni nehme ich noch einmal und noch eine Mine. So. Weißt du, ob Lara Loft die deutsche Synchro für die Puppenspielerin ist? Frag sie. Keine Ahnung, wer die deutschen Charaktere spricht. Ich hab die nie auf Deutsch gehört. Wie auf Englisch. Hoffe, Heisenberg hat gutes Character Development. Ja, der wird zu einem Alien und dann spreng ich ihn in die Luft. This place is messed up. I've gotta get upstairs. Aus der Fabrik entkommen. Guck mal, da hängen über Leute dran. Was zur Hölle? Woher haben die so viele Menschen? Ich hab schon keinen Bock. Die ersten Gebiete sind viel lustiger. Aber so ein bisschen Zombies, lustige Gargoyles. Diesen Metallkram mag ich immer nicht. Oh, Duke. I've expanded my services. Please, come take a look. Ja, schaut mal hier, so ein Fahrstuhl mit 4 Stockwerken. Das wird alles so. Well then, feel free to peruse. Hallo, kannst du bitte meine Magnum nochmal 2-mal stärker machen? Das ist teuer, das ist so teuer. Ja, die Sniper auf jeden Fall einmal, 2-mal. 1200 Schaden mit der Sniper mit einem Schuss ist halt... Sehr lecker, weil die auch Headshots gut macht. Da fehlt sogar immer noch ein Upgrade. Crazy. Hast du Aufsätze? Der hat neue Waffen. Oh, sind die teuer. Eine halbautomatische Flinte, die mit der Zielgenauigkeit einzelne Gegner ausschalten kann. Erweiterte Waffe, noch bessere Feuerkraft. Oh! Das ist eine Schrotflinte. Ich wollte schon sagen, warum hat dieses Sturmgewehr 1160 Schaden mit dem ersten Schuss? Es ist kein Sturmgewehr. Das ist eine Pistole, aber so eine Uzi, ne? Vollautomatische Maschinenpistole. Aber eine einzelne Kugel macht 200. Jetzt brauche ich all mein Geld. Puh. Das da will ich kaufen. ich habe nichts zum Verkaufen tatsächlich. Food is life. Jetzt kann ich meine alte Pistole mal verkaufen. Die Lemi einfach mal. Was tut so weh? Hast du eine Speichermaschine? Ja. Okay. Ja, überschreiben. Okay, auf 5 ist dann der Spielstand, wo ich mein Zeug verkauft habe. Es tut so weh, alte Sachen zu verkaufen. Die kann weg. Und die alte Schrot kann weg. Ist auch 100.000 wert. Okay, nochmal 100.000 mehr für mich. You no longer need this? This is all an investment, Ethan. Ich finde, die Upgrades lohnen sich gar nicht so sehr. Also so long-term natürlich. Aber für 200 mehr Schaden, für einen Pistolenschuss mehr an Schaden, so viel Geld auszugeben, lohnt sich gar nicht. Ich glaube, die lasse ich jetzt so. Die Magnum ist zu viel Geld.
Schrotflinte könnte ich nochmal upgraden zu 1120 Schaden, aber es gibt jetzt eine bessere Schrotflinte, die ich mir holen könnte. Ja, guck mal, die Waffenmods bleiben auf der Waffe drauf, trotz Verkauf. Interessant. Guck mal, da kann ich für meine Magnum noch ein größeres Magazin holen. Ja, die Schrotflinte ist halt schon Ultra Deluxe. Nochmal ein größeres Inventar. Erstmal Muni voll kaufen. So. Dann will ich die Ultraschrotflinte. Dann können wir die andere auch noch verkaufen. Dann kaufen wir noch die größere Tasche. Looking forward to testing it out. Okay. Ja, ich locke tatsächlich forward, die zu nutzen. Die sieht ja mega sick aus. Ist einfach in außer Nachladen besser im Alm. Ja. Tschüss, Tuck. I'm surprised you'd part with this so early. Bist du? Ich habe hier Gott als Waffe, die ich auch schon dreimal upgraden kann. Delighted to. So, jetzt würde ich gerne noch den Koffer kaufen. Inventar ist halt einfach cooler. Eine Mine mit, eine Bohrbombe. Wie heißt das Gewehr, was ich jetzt habe? Zück. Hier war was für die Zück. Das mit Feuerkraft. Ausrüsten. So. To hunger. Das war teuer. David. So. Jetzt speichern wir hier. And? Oh, wie groß mein Inventar jetzt ist mittlerweile. Mega happy. So, das so und so und so. So, so. So. Knife, Gun, Sniper. Das da. So, jetzt ist Platz. Jetzt ist sehr viel Platz. Wir haben hier die Sücke. Die kommt jetzt hier in den Dreier-Slot. Die wird jetzt aufräumen. Haben wir die anderen Waffen nicht irgendwie so vor sich gehalten? Nee. Nicht mal eingebildet, okay. Okay. Hoffentlich ist die Sücke sick. ich soll speichern, ne? Nach dem Inventar sortieren und so. Hast du eigentlich noch sehr lange Haare, so wie sie heißen, weg? Ultra lange. Wundert alles, weil ich nicht beim Friseur ewig. So, und jetzt ist dann hier wieder das Labor und hier erfahren wir dann wieder alles über den Virus und so weiter. Warte mal, bei dem Duke war doch ein Knopf, ne? Verkauf überschreiben? Stimmt. Ups. Ja, okay. Ich habe ja noch den Spielstand davor. Oder wann waren der bei 3 und so? Ja, 14 Minuten vorher. Das ist nur das Hierherlaufen. Kann momentan nicht verwendet werden, okay. Auch nicht. Ich weiß nicht mal, was das hier herruft. Vielleicht ist hier irgendwie so ein Fahrstuhl oder so. Mann, ich will weitergucken, aber ich will auch schlafen. Ich weiß nicht, ich habe gerade halt so Bock, irgendwie jetzt noch weiterzumachen. Ich mache gerade einfach noch. Wenn ich komplett fertig bin, höre ich auf. Sieht leicht zerstörbar aus. Boah, denkst du, meine Waffe ist... Okay, ich sollte erstmal das Ding vom Kopf schießen.
Oh, der ist tot. Ich muss so sagen, so das Ende von Resident Evil Spiel finde ich immer irgendwie so ein bisschen öde, das Dauergeballer. Wenn es zu viel wird. Habe ich aber schon immer so empfunden. Aber ich finde die Spiele halt trotzdem noch 9 von 10. So oder so. Ja, Zombies, ja, habe ich auch vorhin gesagt, wo ich die gesehen habe. Keine Ahnung, warum die Brillen aufhaben. Hallo? Was ist das für eine Schrotflinte? Das ist echt schon fast so stark wie die Magnum. Man ist gar nicht so OP in dem Teil. In den anderen Teilen hat er eine Schrotflinte 300 Schaden gemacht und die Magnum 2000. Okay. So experimentiert, was an Leute anbringen kann. Guck mal, der hat jetzt eine Bohrerhand, der hat ganz viel Elektronik in sich drin. Der nimmt diese widerstandsfähigeren Lebewesen und baut noch Mechanik in die ein, scheinbar. Ein bisschen Forscher, Tüftler. Und bei Hollyhock hier auf jeden Fall morgen rein. Das Backseat-Game, weil das macht man nicht. Der Anfang ist eh das Coolste, das genieße ich dann bei ihm. Ich habe ein Messer gedrückt und dann schlagen und dann trotzdem noch mit dem Ding angegriffen. Oh, guck mal. Ich kann meinen Dietrich endlich benutzen. Ewig nicht sowas gefunden. Geld? Ich will kein Geld. Ich will Munition. Ah, guck mal, ein Bohrer-Gegner. Haben wir Bock auf einen Bohrer-Gegner? Eigentlich nicht, aber... das muss, ne? Did he do this too? Er lebt doch 100 pro. Ich frage mich gerade, was bei Christo los ist. Ich keine Ahnung. Wissen wir immer noch nicht. Oder wenn die beantwortet. Relief-Kokille. Ja, komm, darfst aufstehen. Ah, danke. Error. Explodiert einfach. Kristallines Herz. Yo. Sick. Okay, ja, das, mein ganzes Geld in eine Waffe zu pumpen, hat sich irgendwo gelohnt, glaube ich. Wie viel Schaden hat die? Ich weiß nicht, ich upgrade sie aber weiter, wenn ich kann. Scheint nicht genügend Strom drauf zu sein. Wir haben ja diese Türdinger bekommen. Aber jetzt würde ich mich hier noch auskennen irgendwann. Heisenbergs Fabrik. Da kann ich es rein. Relief-Kokille. Passt. Kann ich die irgendwie auseinandernehmen? Da ist ein Pferd drauf auf der einen Seite und da ist ein Dings drauf. Aber ich sehe auch keine Option, die auseinanderzunehmen. Muss hier scheinbar irgendwas selber zusammengießen oder so? Ach, hier. Ah. Da kommt jetzt Lava rein. Weißflüssiges Metall. Lava.
abgekühlt. Dann haben wir ein Pferderibid. Seems useful. Da ist einfach selber so das, den Schlüssel gedruckt. Wo ging mein No-Scope hin? Aber irgendwo 8 Meter daneben. Habe ich einen Pferdeschlüssel? Nee. Das ist voll Mund. Wollen aber auch, dass ich eine Uzi spiele. Aua! Versteh schon. Timen. Und die haben auch Ultra weggemobbt. Können die Zombies da nicht reinlaufen? War jetzt keine Frage. Schätzt, dass die schon hier sind. Ja. Warum haben die Brillen auf, damit sie einen Schuss im Kopf mehr aushalten oder so? Ich glaube, der eine hat es nicht geschafft. Ist leider gestorben. Ich habe nur seinen Schrei noch gehört. Ja, man kann die abschalten, wenn man das macht. Ja, sie ist. Warte, Spiel, rote Punkte kann man abballern. Ja, war mir irgendwo geholfen. Ich muss in 5 Stunden aufstehen. Der Typ gar keine Angst vor mir hat. Ich hab auch alles getötet bisher. Da ist eine Waffe drin. Da ist eine fette Kiste. Ich möchte da rein. Aber was muss ich tun? Eine Waffe. Von der anderen Seite. Okay, die Tür ist abgeschlossen, ist eingetragen. Da hängen ganz viele. Oh. Der dachte sich halt einfach, die Kettensägen-Zombies sind die stärksten. Der baut sich eine ganze Armee aus denen. Wenn ich euch alle töte, kriege ich dann den Schlüssel? Okay, wir sind wieder hier. Da ist ein Rohrbombenort. Guck mal, so sieht was aus, wenn man was, wenn das Spiel will, dass ich eine Rohrbombe gegenwerfe. Und dann ist da Schrotmunition. Und eine riesige Kiste. Mechanisches Teilzylinder. Ein Zylinder? Lol, selbst in dem Spiel. Leider nicht den, den wir uns wünschen. Reservegenerator, hier fehlt ein Zahnrad. 12 Stunden haben wir schon. Puh. Ich merk's auch so langsam. Lutsch mal nochmal so eine Halstablette nebenbei. Deswegen nicht wundern. Das war also keine Waffenkiste. Nee. Stimmt aber nur irgendein Metallteil, was ich brauche. Ja, Zahnrad drucken.
Mechanischer Soldat, Modell Soldat, Version 1.0. Leiche eines ausgewachsenen Mannes benutzt. Habe Herz entfernt und Kadu eingepflanzt. Muskelstimulation mit Elektroschocks erfolgreich. Hirn tot, daher kaum kognitive Fähigkeiten. Bewegen nur durch Zerstörungswellen induziert. Danach Stillstand. Schön. Version 1.01. Kopfstück am Schädel angebracht. Elektroden melden stabile Gehirnströme. Experiment 1. Kampf gegen Lykans. Wurde nach 3 Minuten demontiert und gefressen. Fähigkeiten hinsichtlich Zerstörung und Tötung mangelhaft. Soldat Version 1.10. Habe Unterarm mit Bohrer ersetzt. Bewegungsfähigkeit aufgrund mangelnden Outputs unzureichend. Mit lebenden Körpern versuchen. Version 1.15. Kadu-Reaktor im Brust implantiert, deutlich verbesserter Output. Experiment 2, Kampf gegen Lykans. Innerhalb einer Minute 3 Lykans zerstört. Gute Ergebnisse, aber Probleme mit der Durabilität des Reaktors. Könnte bei Zerstörung des Reaktors unvermittelt Funktion einstellen. Ja. In Herz ballern. Haben wir ja schon gemacht. Ja, hier gibt's noch was. Karte der Fabrik. Untere Bereiche. Boah, das ist jetzt auch nochmal so groß wie das Schloss scheinbar. Oh Gott. Das ist Heisenbergs Unterkunft, okay. Wie viele Stockwerke haben wir denn? 4 Stockwerke. Rostige Reste. Ich habe auch gar nicht das Ding gemacht. Warte, muss ich mal nachladen. Das ist gemein. Der Angriff ist doof, weil da hält er seine Hand davor. Ich hoffe, so ein kristallines Herz ist einfach 100.000 wert. Damit ich mir meine Upgrades leisten kann. Muss ins Bett, auch entspannt ist. Ich mache auch nicht mehr lang. Hab mich überzeugt. Ich mache dann wahrscheinlich aber morgen irgendwie recht früh sogar weiter. So, aber erstmal drucke ich mir ein Zahnrad kurz. Wo war der Duke? Der Duke? Keine Ahnung, wo der Duke ist. Wie früh? So, 12 bis 1 Uhr, denke ich, werde ich anfangen. Ich will halt irgendwie so fertig sein, dass ich dann wahrscheinlich noch bei Holly so ein bisschen den Anfang mitgucken kann. Und der wollte ja um 16 Uhr anfangen. Wahrscheinlich fängt Holly eh früher an und ich kann den Anfang nicht gucken. Ich kenne ihn. Der gebetet immer. Hat er schon so viel Bock selber zu spielen, dass er früher anfängt? Morgen nochmal 12 Stunden? Ich glaube nicht, dass das Spiel so lang ist. Ich verstehe nicht mal, wo ich bin. Hier sind aber überall nur Türen. Ich habe mein Zahnrad gedruckt, das wollte ich irgendwo einsetzen. Ich bin rückwärts gelaufen. Da geht's zum Duke. Gehe ich noch kurz zum Duke? Ja. Nee, brauche ich nicht. Der hat doch so Schalter da. Ich komme da bestimmt noch hin. Haben wir 3000 Punkte nur mit diesem Streamcode? Nice. Da ist Zahnrad drum. Naja. Na, will noch einer aufstehen? Okay. Dann nicht, setze ich das Zahnrad jetzt hier ein. Bestimmt ist jetzt einer auf oder so, wenn ich das Zahnrad einsetze. Oh, Ethan.
such a disappointment. I thought we could join forces against that bitch, Morell. Truly, truly disappointing. She took me. Took us to be her children. She locked us away in the village. Decades of being forced to serve her. Can you even understand that humiliation? What about tausende von diesen Robotern? I'm not like my siblings. I want nothing more than to be free of that bitch. So I need power. I need enough power to destroy her. So viel Angst hast du vor dir. Are the fruits of my power. The strong will destroy the weak. That's the way of the world. You should have never refused me. What a freak. Habe ich getroffen? Der ist ein bisschen nah in mir drin. Danke. Immer noch. Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn die explodieren. Jetzt schon die Arena mit den Teilen kommen. Wir laufen ja hier schon in Masse rum. Ruderschrank, ein Schießpulver. Ah, da hätte ich den Elektro schocken können und so. Hat mir einfach aus seinem Raum rausgelockt und getötet. Hallo. Eine Heilung, neue Sniper-Muni herstellen, neue Spreng-Muni herstellen, neue Mine herstellen. Jupp, so passt. Pistolen-Muni kann ich noch mal ein bisschen was herstellen. So. Muni und so ist echt alles chill. Geht's hier noch den Bosskampf? Weiß nicht, das Gebiet kann halt riesengroß sein. Das kann halt 2 Stunden gehen, also. Ich glaube, bis zum nächsten Fahrstuhl oder so wäre. Aber besser. Sinnvoller. Warum ist hier alles voll mit Loot? Okay, hier unten habe ich gelootet. Da haben wir nochmal Brandgeschosse. Und nochmal Sniper-Muni. Oh ja. Wenn da mal 60 Schuss drin wäre. Packung steht. So, wo ist der Loot hier? Der Raum hier zählt mit zu Loothausen, aber nicht der Raum draußen. Muss ja irgendwo hier oben eigentlich was liegen. Hä? Da in der Ecke, so ganz dunkel. Brandgeschosse. Ah, jetzt ein paar, ne? Ne, explosiv. Warum wurden die Brand bezeichnet? Guck mal, wir haben ultra viel Sprengmuni. Und Blendmuni. Mit der ich noch nicht so anzufangen weiß. Blendmuni war in allen Teilen ultra stark, weil die den Las Plagas-Virus insta-killen konnte. Die waren lichtanfällig. Naja. Hey, noch eine Mine. Ja. So. Bin froh, dass ich die ganzen Essenssachen vorher gekocht habe, bevor ich hier rein bin. Fische und so werde ich hier nicht mehr finden.
Nachladen, Sekunde. Gut. Nein. Und. Oh, ich kann noch kein neues herstellen gerade. Okay. Dann etwas Geduld. Besonders wenn man so 12 Stunden wach ist, und dann kommt dieses Gebiet, wo alles gleich aussieht. Immer noch rot. Wie geht's dir? Langsam müde. Merke, wie meine Kopfleistung nachlässt. Ich weiß noch, hier bin ich reingekommen. Von da kamen die Gegner, also will ich da lang gehen. Glaube ich. So, hier in der Ecke. Kann ich das schließen? Okay. Da lang will ich dann, oder? Nee, da komme ich her. Will ich da hoch? Will ich in diesen Generatorraum? Hier ist nichts. Sag mal, investiert? Ja. Ah, guck mal, der hat. Wo ist deine Schwachstelle? Hilfe. Komm mal mit zu den Schockdingen. Ich bin gerade sonst ein bisschen überfordert, was ich mit dir machen soll. Obwohl, so in die Luft sprengen geht, ne? Ich find schön, wie er einfach gemütlich hinterherläuft. Okay. Okay, hinter die muss man aber nur einmal hinterkommen und dann kann man die ein bisschen einfacher beseitigen. Eklig. Hallo, Nujabe, keine Spoiler im Chat? Habe ich danach gefragt? Sind unhöflich, nach 12 Stunden das zu spoilern. Ja, wir haben jetzt Strom bestimmt, ne? Ja. Dann alles gut, aber keine Ahnung, denk halt nach. Weil irgendein Depp das im Chat fragt, muss ich doch nicht gleich die Spielzeit schreiben. Nein, habe ich nicht. Oh. I'm in big problem. I'm in really big problem. Ah, ich nicht mehr, ein Problem. Sehr schön. Puh. Ja, ohne Heilung ist ein bisschen kritischer, die ganzen Gegner hier. Oh Gottes Willen, ich hab mich so erschrocken. Lauf, 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 lauf.
Erstmal stolpern. War aber größer vorher, oder? Jetzt bin ich wieder wach. Sollten jetzt hier die Tür öffnen können, dann ist der Duke da oder sowas. Oder Fahrstuhl fahren können bestimmt. Alter, ich habe meine Resident Evil DLCs jetzt bekommen gerade eben. Habt ihr die Meldung auch gesehen in der Ecke? Ach, er sitzt in dem Fahrstuhl welcome, drin. Welcome, welcome. You're sure to find something new. Okay, wir machen hier dann morgen weiter. Ich bin Matsch. So, ja, 8,5 Stunden Spielzeit ist doch schön. Shall I choose something for you? Wie auch immer wir 4 Stunden mehr gestreamt haben als Spielzeit haben. I've gotten some new stock. Ich glaube, Menüs und so ziehen da viel ab. Du hast neue Sachen im Angebot. Hast du? Das sind meine ganzen alten Waffen. Ach, die verkauft er jetzt theoretisch. Okay, aber die habe ich ja schon. Ja, und weitere Aufsätze. War nichts für die SIG mehr, ne? Nee. So, wir haben einen Gelbquarz gefunden. 5 kristalline Herzen. Ach, die sind ja schon gar nichts wert, schade. 2 große kristalline Herzen, ein bisschen besser. Mechanisches Teil, kombinierbar. Das ist ein Schatz. Okay. Ja, das haben wir. Die ganzen Robokrieger. Ah. 50.000. Ah, nicht so stark, aber wir können Schaden nochmal um 80 pro Schuss erhöhen. Leave this to me. Jo. Was macht das letzte? Auch nochmal 80. Okay. 1400 Schaden mit einem Schuss. Die Magnum ist gar nicht mehr so viel Stärke. Schrotflinte, nice. Okay. Danke, Duke. Good day then. Gleichfalls, ich bin fertig, ja. Ich bin fertig, wir haben genug. Fotomodus. Kann man sich selber fotografieren? Nee. Man kann so ein Fake-Foto machen oder so einen Zeitungsartikel. Hab ein Achievement bekommen, hat sich gelohnt. Morgen dann, OP-Schrock, finde ich die Freude schon recht okay gewesen, ganz ehrlich. Nur Munitionsprobleme habe ich so ein bisschen. Well then, feel free to peruse. Guck gerade mal nochmal, ob ich Muni aufstocken kann. Aber, nee, ausverkauft noch. Okay, schade. Mein Schrotmuni ist halt komplett leer. Nochmal aus Paranoia speichern, ja. Spiel beenden. Ja. Wir haben Sachen. Ups, warte, ich hab das Spiel unsichtbar gemacht, ne? So. Ja, genau, wir haben ganz viele Sachen freigeschaltet. Survival Set, kostenlos beim Kaufmann. So ein paar Start-Items, aber, ne? Sogar ein Bericht über diesen Baker-Vorfall und so haben wir jetzt. Ganze DLC-Zeug. Das können wir uns morgen dann angucken. Deleten, beenden. Ja. Oh, bin ich fertig. Jetzt hat's am Ende hat's richtig reingekickt. Dann, vielen Dank an die 1400 Leute, die immer noch da sind. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich mach's morgen fertig. Wir haben 21 von 49 Achievements. Schon mal nett, aber gibt's bestimmt so. Schließe den Story. Ja, ich sehe schon hier. Flotter Papa. Schließe den Story-Modus innerhalb von 3 Stunden ab. Ja, geht mit einem, wenn es so einen Raketenwerfer gibt, geht es bestimmt. Auf leicht, mit dem Raketenwerfer alles skippen und alles instant in die Luft sprengen, man muss nur die Wege so ein bisschen kennen und sich nicht zu sehr verlaufen. Aber gut, Achievements weiß ich noch nicht, ob ich die mache. Bin ja kein Holly, die macht Holly eh alle. Könnt ihr da bei Holly gucken, wenn ihr die ganzen Achievements sehen wollt. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ja. Hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bis dann. Tschüssi.